Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Siedler 2 zur Gold-Edition und wir setzen das letzte Spiel fort. Unser Plan, hier hinten in Gallien einfallen, das Gold nehmen. Wir wissen, dass hier Gold ist. Wo willst du hin? Will er hier hinten angreifen? Es soll keine Rolle spielen, ich möchte diese Position hier hinten haben. Und die hier auch. Insofern. Also wir wollen das eigentlich nicht verlieren, obwohl das Gebiet eigentlich komplett wertlos ist. Hier ist kein Gold drin. Hier ist einfach keines. Irgendwo der hin will. Schauen wir mal. In jedem Fall müssen wir die Gallier hier loswerden. Oh ja, da will ich hier unser Land nehmen. Okay. Direkt erst einmal wieder speichern. Da. Gut, jetzt machen wir kurz mal unsere Sachen wieder an. Da kommt das hin. Unsere Inventur hätte ich gerne wieder zurück. So. Und wir starten unsere Offensive. Da ist aktuell nur einer drin. Seht ihr richtig? Ja. Mit zwei Leute rüber, um das einzunehmen. Auch hier entsendet zwei Leute. Wir wollen beide Positionen nehmen. Wir brauchen diese Positionen. Der Feind hier oben kann angreifen und er wird es tun. Und vor allem hat der Feind hier oben das ganze Gold weggefördert. Die werden sich damit irgendwie vollsaugen. Deswegen brauchen wir mehr. Da ist noch Gold unterwegs. Wir hätten nur eine Position auf einmal angreifen dürfen, glaube ich. Oben werden wir gewinnen, aber ich bin mir unten nicht ganz sicher. Wie voll ist die Festung? Die ist sehr voll. Ich glaube, hier haben wir noch einen General verloren. Hier haben wir auch verloren. Laden wir neu. Bin ich zufrieden mit diesem Angriff. Gut, ich möchte das Katapult hier verschwinden. Das sind zwei. Wenn das geschafft ist, greifen wir hier oben an, mit mehr Leuten. Und außerdem hier hinten für die Verbindung schon mal eine Wachstube. Einfach damit wir hier drankommen. Wir haben nämlich keine direkte Grenze. Ich würde außerdem sagen. Militär. Wir wollen viele Angreifer benutzen. Dadurch haben wir einen größeren Pool an Leuten, die wir einsetzen können. Kommen mir halt einfach Generäle entgegen, das ist nicht nett. Ich will, dass unsere beiden Generäle beide gewinnen. Wenn General stirbt, lade ich neu. So einfach ist das. Okay, laden. Bin nicht bereit, unsere Generäle zu opfern. Das ist, was ich meine. Das weiter Militär. Wollen wir hier erstmal einstellen. Das hier. Gut. Entsendet drei Leute. Und nimmt die Position ein. Wir speichern. Hier. Uns kommen halt die ganzen feindlichen Generäle entgegen. Das Katapult hier muss halt weg. Wenn wir die Position hier oben effektiv nehmen wollen. Hier ist Gold unterwegs.
Aber da wir unsere Generäle aktuell nicht ersetzen können, ist jeder einzelne von denen halt wirklich ein Verlust, den wir nicht ertragen wollen. Okay, einer, zwei, drei. Speichern. Katapult da oben. Sofort. Krieg sofort drei Leute rüber. Bevor wir da erwischt werden. Das Katapult soll offensichtlich beschießen. Hier ist Eisen. Hier irgendwo wird noch Gold sein. Nimm es ein. Da, hier wird Gold lang transportiert. Nein! Er hat leider getroffen. Verdammt. Komm schon. Nehmt ein. Ja. Da oben ist Gold. Kriegt hier Leute los. Und hier auch jeweils so zwei. Das wird jetzt komplett übertrieben. Wir speichern. Auf dem Spiel. Hey, hier sollte eigentlich noch gebaut werden. Das habe ich aber nicht gespeichert. Weil die hinteren Gebäude hier sehr, sehr schwach sind, sollten wir die halt sofort nehmen. Die Burg nicht. Die Burg ist zu stark. Gut, das haben wir genommen. Hier hinten haben wir Zugriff auf Gold. Wir wissen, dass da Gold ist. Gewinn das bitte. Das haben wir verloren. Hier will der Feind einen Gegenangriff machen. Oder der macht irgendwas. Bin mir nicht voll in sich. Den haben wir nicht genommen. So, hier haben wir das Problem, dass unsere Positionen nicht zu stark sind. Wir haben bereits diesen Turm hier einzureißen, weil wir ihn nicht wirklich brauchen. Wir konnten aber halt nicht zulassen, dass der Feind weiteres Gold fördert. Das war einfach nicht möglich. Jetzt habe ich nur die Hoffnung, dass der Feind nicht in der Lage ist, seine Soldaten auszutauschen im Moment. Wir haben ein paar Verbindungen durchbrochen. Bin bereit anzunehmen, dass wir ein paar Verluste erlitten haben. Speichern. Unter einem neuen Spielstand, unter dem hier. So, machen wir das an. Agentur auch wieder hergeben. Da wurden wir angegriffen. Da werden wir gerade angegriffen. Das gewinnst du aber, oder? Du bist ein General. Wir haben gespeichert. Wir sterben, laden wir. Das Katapult war sehr unglücklich. S und C bitte anmachen. Das Eisenbergwerk ist leer. Weg damit. Speichern. Gut. Der Holzverlierer kann weg. Die Bäume sind alle gelöscht. Der Steinbruch hier kommt an nichts mehr ran. Da ist sind falsche Leute unterwegs. Scheinbar nicht. Ich weiß nicht, wo unser General dahin will.
Der Stein kommt nicht ran. Der da oben allerdings noch. Bald, wenn wir diese Wachstube hier stehen haben, können wir eine Verbindung ziehen und hier an das Gold rankommen. Oh je. Du gewinnst das, mein Bursche. Komm schon, Kollege. Du musst es gewinnen, ansonsten reißen. So, er hat gespannt. Der hat gewonnen. Das ist, was ich sehen wollte. Gut, haben wir Mangel an irgendwas Spezifischem? Nein, nicht so wirklich. Ich glaube, wir könnten noch eine weitere Erzschmelze brauchen. Haben wir noch einen Schmelztiegel? Wir haben noch einen Schmelztiegel über. Oder eine Eisenschmelze. Oh je. Sehr gut. Gut, dass da oben Generäle sind. Hier oben ist halt Gold. Das muss bewahrt werden. Gut, beide haben gewonnen. Da kommt schon die nächste Welle von Feinden, die hier rein wollen. Die Burke geht mir auf die Nerven. Wir brauchen ein Katapult hier in der Nähe. Dass ich von hier aus drauf schießen kann. Wo wollen die denn schon wieder hin? Verbindung ist gezogen. Normale Geschwindigkeit. Steinbruch. Setzt ein Katapult nach hier hin. Und jetzt speichern wir da. Wo der General hier sich hier durchkämpfen muss. Die sollen sich von mir aus gerne weiter ausbrennen. Das Katapult wird sich nämlich hier darum kümmern, dass hier alles verschwindet. Okay. Hier haben wir keine Verbindung, die gezogen werden kann. Dann senden wir einen Geologen nach hier hin. Da kommt schon ein Angriff. Gehen. Da noch einen weiteren Steinbruch rein. Hier war ein Angriff? Von wem? Und von wem auch immer, wer scheint das ganz gut im Griff gehabt zu haben. Nächste. So. Immer drüber speichern, sobald ein General gewonnen hat. Diese Gebäude werden jetzt hier gerade vollgestopft mit Soldaten, das ist gut. Das heißt, wir haben da ein bisschen was an Reserve.
Brauchen wir noch generell hauptsächlich dann? Hier haben wir. Hier sollte kein Gold mehr rein. Was ist das? Gut. Wo ist das Gold, Geomann? Wir wissen, dass es hier welches gab. Ja, da ist es. Hier, baut ein Goldbergwerk. Sofort. Hier wird Gold reingebracht. Wir haben ja noch scheinbar Münzen übrig. So, hier unten geht's nach Spanien rein. Ich weiß nicht, ob es gerade die Spanier oder die Gallier sind, gegen die wir effektiv kämpfen. Wie? Wasser, nicht wahr? Ja, danke. Entschuldigt mich? Verbindung ist noch da, oder? Gut. Wir können den hier einnehmen und den hier auch. Wir haben Soldaten übrig. Ich meine, wir könnten auch hier einnehmen. Was würden wir gerade effektiv gewinnen? Jetzt können wir sowieso nicht mal einnehmen, weil der Feind hier Nachschub gibt. Hauptquartier ist also hier oben. Oder zumindest das Lager aus, das die Sachen macht. Das ist ein Katapult. Wenn es ein Katapult wird, dann scheiß drauf, dann stürmen wir da drauf ein. Wir dürfen uns hier nicht bombardieren lassen. Ich glaube, es wird ein Katapult. Oder kommt ein Angriff. Aber wohin? Ach, hier hin? Ja, die wollen unseren Nachschub abschneiden. Das ist schlecht. Ja, ich glaube, das gewinnen wir nicht. Ein General, macht man nichts. Den laden wir. Der war nicht zu wenden. Das dürfen wir nicht zulassen. Greift hier an. Manchmal muss man offensiv bleiben. Doch hier ein Angriff. Oh, die machen gerade eine Ablösung oder sowas in der Art. Nimmt die Position hier ein. Hier schicken wir halt reguläre Legionäre, die sollten das machen. Gut. Das Gebäude hier ist gar nicht mal so wichtig, es wird eingerissen. Gewinnen. Komm schon. Gewinne. Das Katapult da oben missfällt mir. Ich glaube, wir sind in Schussreichweite. Wir sollten das Gebiet auch. Nein, die Festung da oben. Können wir auch angreifen. Nimm das Katapult da weg. Manchmal muss man die Offensive aufrechterhalten. Ja, das Katapult hat geschossen. So.
Und das Lagerhaus da oben ist auch direkt weg. Sehr gut. Der Feind hat hier keinen effektiven Nachschub mehr. Wir könnten die Festung eigentlich räumen. Gold. So, da möchte ich keinen Sturmangriff drauf machen, da müsste ich das Katapult die Arbeit machen lassen. Und ja, das hier oben sind die Gallier. Das sind die Spanier. Oder die Karthager oder die Iberer, irgendwas in der Art. Die Gallier sind also die Gelben hier oben. Ich lasse es für den Germanen. Die Germanen wären das von hier und dann hätten wir hier die Gallier. Wird schon passen. Ist hier irgendwas Relevantes passiert in der Zeit? Nö, die Feinde haben nur noch mehr verloren durch Katapulte. Wir könnten theoretisch hier angreifen. Das ganze, den ganzen Bereich einfach damit räumen. Wir könnten hier eine Festung aufsetzen. Ehrlich gesagt sehe ich den Nutzen gerade nicht. Ziel ist gerade Gold zu bekommen. Wenn wir verlieren, reiche ich die Festung ein. Junge!